herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich in unserer neuen Küche, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Ich habe keine Ahnung, ob ich scharf bin, ne? Weil die Kamera steht 100 Meter weiter weg und die Mutti wird in der Schwangerschaft irgendwie immer kurzsichtig. Aber ich hoffe einfach, dass alles passt. Ich möchte mit euch nämlich heute einen kleinen Foodhaul machen. Kleines Gutes, wird glaube ich ein XXL-Foodhaul. Wir waren gerade für die ganze Woche im Aldi einkaufen und es sind wirklich, ohne Witz, ich hole schon mal die erste Tüte, drei so große Tüten geworden. So, und gar nicht lange schnacken, wir fangen jetzt einfach mal an. Hier ist noch eine Mütze von Max Brother, die haben wir natürlich nicht gekauft. Ich möchte euch vorab sagen, ich hatte euch das auch schon bei Instagram erzählt, dass ich versuche, mich in der Schwangerschaft ein bisschen gesünder zu ernähren. Jetzt so seit einem Monat mache ich das ungefähr, also keine Diät, sondern einfach ein bisschen gesünder zu leben und dementsprechend habe ich auch die Gerichte für die Woche gewählt. Deswegen liegt hier auch noch mein Handy. Dazu sage ich euch aber gleich mehr und ich greife jetzt einfach wild in die Tüte rein. Erstes hat richtig viel mit Food zu tun, habe ich mir Gummistiefel gekauft. Für 10 Euro, ihr wisst ja, Streifen liebe ich über alles, gelb, und ich finde das sehr, sehr zweckmäßig, gerade mit Kindern. Und deshalb sind die mitgegangen. Dann gab es natürlich wie immer Küchenrolle, ist ja ganz klar. So, dann gingen Pilze mit. Ich habe mir bei Jumondo, mit Jumondo mache ich nämlich gerade auch Sport. Das ist jetzt Werbung, aber ich habe Jumondo selbst bezahlt, also das Programm, was ich da mache. Und da wird halt nicht nur Sport angeboten, ein Sportprogramm passend für meine Schwangerschaft, sondern auch Rezepte gibt es dort. Und da habe ich mir Putengeschnetzeltes mit Blumenkohlstampf rausgesucht. Und bei den Geschnetzelten sind halt Pilze bei, deshalb gingen die mit. Dann muss ich dazu sagen, dass heute ist Freitag, mein Cheat Day ist. Also heute darf ich mal sündigen. Also wirklich alles nach Lust und Laune essen. Also heute achte ich nicht auf healthy. Und deshalb ging Chips mit, obwohl die jetzt für meinen Mann sind. Das sind diese Bacon-Dinger. Für mich ging von Haribo der Gummimix mit, wo hinten so Schaumpuffer dran ist. Das mag ich voll gerne. Dann ging für meinen Mann noch ein Milchsnack mit. Das ist ja so ähnlich wie Kinderpinguin. Isst er super gerne. Max zwischendurch auch mal. Ja, unser Kind darf zwischendurch auch mal was Süßes essen. Nicht jeden Tag, aber zwischendurch. Dann gab es Bananen. Die isst Max ja jeden Morgen, habe ich auch schon ganz, ganz oft erzählt. Und ich möchte mir die auch morgens jetzt in meinen Joghurt machen. Habe ich den gerade hier drin? Ja, genau. Ich habe mir nämlich den Skia-Joghurt gekauft. Der ist jetzt mit Vanille. Dieser Skia-Joghurt hat ja mehr Eiweiß und weniger Fett und den wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren und da mir halt diverse Früchte morgens reinmachen. Dann haben wir noch Weintrauben mitgenommen, die liegt Max auch über alles. Dann gab es noch Clementine, die finde jetzt schmecken die noch ganz gut und die mag Max auch super gerne. Vor allen Dingen macht es ihm richtig viel Spaß, diese abzupellen. Zweimal Kräuterquark mitgenommen, den cremig leichten, nur mit 10% Fett. Ich finde, da kann man zwischendurch mal benutzen, um so Gemüse einzudippen, aber auch zu Kartoffeln. Das schmeckt ja immer richtig gut. Dann gingen noch Babybel für Mätzchen mit. Die knabbert ja zwischendurch auch mal ganz gerne. Und ich habe Tomatenmark gekauft. Denn das brauche ich für sehr, sehr viele Gerichte, die ich mir bei Jumondo rausgesucht habe. Und Tomatenmark, ja, das sind halt wirklich nur Tomaten und Salz und Zitronensäure drin, ne? Damit kann man wirklich ganz viele Gerichte verfeiern, kann dann gerade so Gemüse fangen und so. Dann habe ich noch einmal Frischkäse mitgenommen mit feinsten Kräutern. Ich finde, das schmeckt auch immer ganz lecker, gerade wenn man mal keine Lust auf Margarine hat. Dann noch Senf mitgenommen, der ist nämlich auch ausgegangen. Der ist aus Bautzen, Bautzener Senf. Liebe Grüße an die Sachsen schon hier aus. Wenn ihr aus Sachsen kommt, schreibt mir mal gerne ein Smiley unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und dann ging noch, eigentlich zweimal, aber das fliegt wahrscheinlich noch irgendwo rum, Creme à la Cuisine. Das ist ja dieses Rama Creme Fee mit, nur mit 7% Fett. Ich finde, damit kann man auch immer sehr, sehr gut Soßen verfeinern. Das macht es so ein bisschen cremiger. Und dann habe ich noch den Wiener Hirtenkäse mitgenommen. Davon habe ich auch 3 Stück mitgenommen. Weil wir momentan ganz gerne abends so überbackenen Schafskäse essen, dann machen wir uns vielleicht noch ein bisschen Tomate mit rein, ein paar Nüsse, manchmal auch ein bisschen Rucola und dann würzen wir das und es schmeckt richtig geil. Dann gab es, habe ich noch nie bei Aldi vorher gesehen, Macaroni aus Dinkelvollkornmehl, aus 100%. Soll ja gesünder sein als Weizen, deshalb ging das mit, weil ich werde natürlich jetzt mittags nicht Low Carb essen, weil das Baby im Bauch braucht natürlich auch bisschen Energie, deshalb werde ich mittags natürlich nicht auf Kohlenhydrate verzichten, aber ich glaube, dass das vielleicht die bessere Alternative ist. Und dann haben wir noch einmal Vollkorn-Sandwich mitgebracht zu toasten. Das war die erste Tüte. Da gingen wie immer die Babypflegetücher von Mamiya mit. Die sind ganz gut, das sind die sensitiven, die verträgt nichts hin gut. Und alle Eltern wissen, dass man Feuchttücher gerade in den ersten Jahren der Kinder einfach immer
und immer wieder drauf. Dann haben wir einmal Cremeseife zum Nachfüllen mit Mango-Geschmack, wollte ich gerade sagen, mit Mango-Geruch mitgenommen. Die ist auch alle. Dann gab es noch Käseaufschnitt. Hier sind nur 7 Scheiben drin. Das finde ich ist ganz gut, weil uns verdirbt der Käse immer so schnell. Deshalb passt es. Dann hat sich mein Mann, wahrscheinlich für die Verdauung, damit es ordentlich noch funktioniert, voll fit. Also das ist ja so ähnlich wie dieses Actimel, nur mit 0,1% Fett mitgenommen. Ist aber wirklich gut für die Verdauung, weil da so Milchsäurebakterien drin sind. Dann gab es noch eine Gurke. Die nennt man auch immer mit Maxi Liebgurke und dann zum Brot oder zum Brötchen finde ich das immer sehr lecker. Dann einmal Sauerkirschkonfitüre. Wir füllen jetzt auch unsere ganzen Vorräte auf. Wir sind ja letzte Woche hier eingezogen und in unserer alten Wohnung haben wir wirklich versucht, alles aufzubrauchen und dadurch haben wir jetzt in der neuen Wohnung kaum was. Dann gab es natürlich 10 frische Eier aus Freilandhaltung. Eier braucht man auch, aber da muss ich glaube ich nichts zu sagen, ne? Dann kam meine Sünde mit den Chips. Einmal Paprika-Chips, die wird es heute Abend geben. Aber keine Angst, es geht jetzt schon healthy weiter. Wir haben Avocado mitgenommen. A, kann man sich die sehr, sehr gut aufs Brot machen und dann vielleicht noch ein bisschen salzen und pfeffern und mit Tomate, schmeckt richtig gut. Und ich habe mir bei Gemondo auch ein Rezept rausgesucht. Überbackene Avocado mit Ei und ich glaube auch Tomate. Das fand ich sehr, sehr lecker und ist auch richtig healthy. Deshalb ging die mit. Mayonnaise ist leer gegangen. Ja, muss man halt immer mal wieder auffüllen. Es gab dann noch Wurst. Einmal die Geflügelgutsherrn-Brühwurst-Pastete und einmal die Geflügelfilet-Roulade. Mögen wir beides sehr, sehr gerne. Max ist ja mittlerweile so, dass er die Wurst oft so vom Brot runterklaut. Und deshalb mache ich das auch ganz oft so, wenn ich ihm jetzt für den Kindergarten die Brotdose fertig mache, dass ich manchmal sogar noch extra Wurst mit reinlege, damit der kleine Prinz glücklich ist. Falls ihr mir bei Instagram folgt, dann wisst ihr das. Falls nicht, ich verlinke euch mal meinen Namen hier und setze es euch auch in die Infobox. Da habe ich euch schon mal erzählt, dass ich momentan echt ständig Käse essen könnte. Vor allem so Käse am Stück. Und ich finde diesen Emmentaler von Aldi richtig lecker. Also den nasche ich echt mal zwischendurch. Also eher ich zu einem Stück Schokolade greife, greife ich momentan eher so zu einem Stück Käse. Dann ging noch Reis mit, der Parboiled Reis. Ich mag ja nicht so gerne diesen langen Langkorn, ach keine Ahnung wie das heißt. Reis und den mag ich sehr, sehr gerne. Der schmeckt mir gut. Dann ging noch einmal Lachsfilet mit im Rahmen der gesunden Ernährung. Das essen mein Mann und ich abends auch mal ganz gerne. Dann haben wir noch zum Aufbacken, falls mein Mann mal zu faul ist. Und das kommt eigentlich sehr selten vor. Er ist schon wirklich ein ganz, ganz toller Mann, der dann morgens auch losfährt und frische Brötchen natürlich holt. Der weiß ja auch, ne, eine glückliche Schwangere ist eine bessere Schwangere. Wie heißt das? Ja, auf jeden Fall ist es für ihn wahrscheinlich auch schöner, wenn ich glücklich bin, als wenn ich umzicke. Deshalb fährt er ganz oft Brötchen holen. Aber damit wir einen Vorrat haben, haben wir hier diese Kaiserbrötchen mitgenommen von Aldi. Die schmecken uns auch immer super. Blumenkohl. Einen Blumenkohl habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist für das Putengeschnetzelte mit Blumenkohlpüree. Und Blumenkohl ist auch so etwas, den könnte ich auch ständig essen. Ich finde Blumenkohl ist mega lecker. Dann gab es noch einmal so Kosmetiktücher, nehmen wir eigentlich auch immer mit. A, wenn wir Maxim wickeln und das, um alles nochmal trocken zu tupfen und auch so zwischendurch, ne, um sich die Nase zu schneuzen, gehen wirklich auch immer. Dann gab es noch einmal Buttergemüse, wisst ihr auch aus meinen Foodhaul, dass ich das immer mitnehme. Zwischendurch, wenn man nicht weiß, was man kochen soll, mache ich einfach Buttergemüse mit Reis, schmeckt super lecker. Dann isst man auch nicht jeden Tag Fleisch und es ist noch gesund. Dann gehen wir noch einmal die Fusilli-Nudeln mit. Einfach um aufzufüllen und immer was da zu haben. Ein Pink Lady Apfel. Ich finde, die schmecken sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass die Schale irgendwie so dick ist. Die bleibt mir immer so ein bisschen am Hals stecken. Die sind so toll. So, dann haben wir noch einmal Bio-Zucchini. Die sind für eine Zucchini-Pfanne. Obwohl diese Zucchini-Pfanne laut Rezept auch noch mit Tomaten und Schafskäse ist. Also ihr seht schon, ne? Tomaten und Schafskäse. Das spielt eine große Rolle bei mir momentan. Ja, und es wird auch die Woche Gemüse-Kartoffelpuffer geben. Die werde ich selber machen. Und dann haben wir deswegen gleich 3 Stück mitgenommen. Und dann haben wir noch einmal Bio-Rinderhackfleisch. Wenn ihr meine Foodhauls schon heute gesehen habt, wisst ihr, Hackfleisch ist mein Gemüse, wollte ich gerade sagen. Ich liebe Hackfleisch und irgendwie esse ich gar kein Schwein mehr. Ich mag Schweinehackfleisch nicht mehr so gerne. Deshalb Rind und das kann man ja auch wirklich in jede Gemüsepfanne mit reinmachen. Schmeckt super geil. Last but not least, die letzte Tüte. Mensch, ich bin fast gequetscht. Was im Frühjahr immer mitgeben muss, beziehungsweise ist ja noch gar kein Frühjahr, es ist Winter. Aber sobald all die Tulpen hat, nehme ich Tulpen mit. Die sind noch schön zu, aber ich glaube, die werden mal so pink. Tulpen sind meine Lieblingsblumen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingsblumen sind.
Ich finde, es gibt keine schöneren. Dann haben wir noch einmal Würstchen von Max, so eine kleine Mini-Würstchen. Die schmeckt ja auch zwischendurch mal ganz gerne oder zum Abendbrot. Und dann kommt jetzt das zweite, was ich hier mit reinmachen möchte, in den Skia-Joghurt. Da kommen ja Bananen rein und da würde ich zusätzlich noch so, das ist eine Beerenmischung mit Sauerkirschen, die wird eingefroren, packe ich auch gleich mal ins Gefrierfach. Und einmal Himbeeren. Ich finde, Himbeeren sind ja, wenn man die so ganz frisch kauft, mega teuer. Da sind gar nicht viel drin. Und ich finde, Himbeeren verschimmeln auch immer mega schnell. Das finde ich nicht so cool. Deshalb einmal eingefroren und die kommen jetzt gleich ins Gefrierfach. So, dann gab es Tomaten, habe ich euch ja schon erzählt. Entweder für den Schafskäse oder für die Gemüsepfanne. Das sind die Mini-Roma-Rissentomaten. Die schmecken schön fruchtig. Was wir momentan auch richtig viel essen, ist Paprika. Da habe ich einmal die mitgenommen. Die werden allerdings gefüllt, und jetzt kommt's, ihr dürft mal raten, mit Schafskäse und Tomaten. Und man kann vielleicht auch noch Hackfleisch mit reinmachen. Dafür sind die. Und so zwischendurch zum Knabbern habe ich noch die Schmeckpaprika mitgenommen. Ich finde, die sind immer besonders lecker und besonders süß und die gehen wirklich bei jedem Einkauf bei uns mit. So, dann gab es, ne, hier für die Schwangere erstmal schön Kräuterschnaps. Nein, natürlich nicht, Spaß. Ich trinke keinen Tropfen Alkohol in der Schwangerschaft. Aber wenn wir so Besuch haben und kochen, dann gibt es danach auch mal ein Schnäpschen. Also für diejenigen, die gerade nicht schwanger sind, so zur Verdauung. Und deshalb, den kaufen wir so einmal im Jahr. Und ja, der weiß halt alle. Dann haben wir Margarine, muss nicht viel zu sagen. Ich habe mir aber die Looping ausgesucht, weil die irgendwie mehr Joghurt drin hat. Die schmeckt mir besser. Das zweite Mal Rama Creme Fee, beziehungsweise Creme à la Cuisine. Dann habe ich für Maxin hier noch so einen Joghurt mitgenommen. Frucht auf Joghurt, einmal Kiwi. Und einmal Pfirsich-Maracuja, das sind die, die man so mixt. Die mag ich momentan ganz gerne. Und ja, da ist Zucker drin, aber ne, das macht ja jeder, das hält ja jeder wie ein Dachdecker, würde ich sagen. Ne? So, dann habe ich einmal die Würz-Cashews mitgenommen. Ich mag die richtig gerne und die hält bei mir auch nicht lange. Die wird wahrscheinlich heute Abend noch aufgegessen. Ich habe noch einmal hier Healthy Food und so Karottensaft mit Banane mitgenommen. Man darf natürlich nicht megamäßig viel davon trinken, aber so zwischendurch finde ich das ganz gut. A, für die Verdauung und es ist für die Haut auch gut, habe ich das Gefühl. Das hydratisiert die Haut so schön. Ich glaube, zwischendurch ein Glas Karottensaft ist mal nicht schlecht. Nicht jeden Tag, aber ab und zu mal. Einmal passierte Tomaten nehmen wir auch jedes Mal mit, weil wir die immer für Spaghetti Bolognese zum Beispiel brauchen oder auch für Soßen. Also das haben wir wirklich auch immer dabei. Dann einmal Sauerkirschen im Glas und zwischendurch. Wenn ich immer so ein Hieb auf was Frisches habe, liebe ich das ja auch, ne? Also es ist natürlich nicht so gesund, als wenn man frische Kirschen isst, aber oh, das ist so geil, auch so über Eis und so. Mmh, lecker, lecker, lecker. So, dann noch was für den Gefrierer. Einmal Blattspinat, küchenfertig, tiefgefroren von All Seasons. Und der ist cool, weil man den so portionieren kann, ne? Also man nimmt halt nur so viel, wie man braucht. Sonst habe ich ja immer den Rahmspinat gekauft, aber ich dachte mir diesmal, nein, die Sahne lassen wir jetzt weg, dann können wir die mit reinbringen. Genau. Spinat ist ja super gesund. Max mag ihn super gerne, ich mag ihn super gerne, mein Mann mag ihn auch. Dann haben wir noch einmal Erdbeermarmelade, auch um den Vorrat aufzufüllen. 10.000 Müllbeutel. Dann auch für unseren Vorrat einmal Tomatenketchup. Ja, brauchen wir immer. Und last but not least haben wir dreimal Molokor. Dreimal Milch mitgenommen, die 3,5% Fett. Ja, jetzt denkt ihr auch, die Olle spart bei allem anderen, ne, mit dem Fett. Aber bei der Milch nimmt sie die 3,5%. Aber unser Maxi muss ja groß und stark werden. Und der isst momentan relativ viel Müsli. Wir haben da das von Hip, habe ich euch auch in meinem letzten Vlog gezeigt. Und dafür brauchen wir Milch. Er mag aber zwischendurch auch mal gerne ein Glas Milch und verträgt die auch sehr gut. Ich hatte das gedacht, wir sind fertig. Also ihr seht, es sind wirklich sehr, sehr viele gesunde Sachen inzwischen dabei, aber zwischendurch darf auch mal gesündigt werden. Halten wir es auch bei Maxin. Er isst wirklich zu 90% oder 80% nur Gesundes und zwischendurch darf er halt eben auch mal so einen Joghurt, er darf auch mal ein Stück Schokolade, er darf auch mal ein Gummibärchen essen. Da haben wir uns nicht so, ich finde, das gehört auch zur Kindheit dazu, aber das muss natürlich jede Mama und jeder Papa für sich selber entscheiden. Wenn ihr Bock darauf habt, dass ich euch auch mal ein Food Diary mache, wie ich mich jetzt in der Schwangerschaft ernähre, dann lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Oder zeigt es einfach mit dem Däumchen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Und dann mache ich das auch mal, dann filme ich euch einfach mal ab, was ich so koche. Zwischendurch ist Maxin ja auch unter der Woche zu Hause. Gerade jetzt in dieser Jahreszeit erkranken halt auch mal die Tageseltern. Und dann nehme ich die natürlich mit nach Hause und dann essen wir hier zusammen.
Deshalb ist es auch immer kindertaugliches Essen, beziehungsweise zu 90%. Also lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Jetzt verabschiede ich mich mit diesem riesigen Food-Haul, den ich jetzt erstmal verräumen muss. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr, wie gesagt, Lust auf weitere habt, dann lasst es mich wie immer gerne wissen. Habt noch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Fühlt euch abgeknutscht und bis bald. Ciao! I met you in the summer, when your love too was cold.